In der letzten Woche haben wir uns mit Kettenbrüchen befasst und da sind wir auf ein ganz besonderes Verhältnis gekommen. Wir haben Fibonacci-Zahlen aufeinanderfolgen, die Fibonacci-Zahlen durcheinander dividiert. Sie erinnern sich, 5 durch 3, 8 durch 5, 13 durch 8 und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass der Quotient zweier aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen gegen einen gewissen Wert strebt, wenn man es unendlich, bis ins Unendliche weitertreibt. Und zwar gegen den goldenen Schnitt. Ja, wir haben uns angeschaut, was der goldene Schnitt, haben wir uns hergeleitet und sind da auf eine Gleichung gekommen, die uns letztlich in beiden Systemen, einmal Fibonacci-Zahlenquotienten, auf der anderen Seite goldenen Schnitt oder diese Verhältnisse an einer Strecke, dieses besondere Verhältnis, letztlich zur selben Gleichung geführt hat. Und bei den Fibonacci-Zahlen sah das Ganze ja so aus. Wir sind letztlich auf folgenden Kettenbruch gekommen. Ne? 1 durch 1 plus und dann 1 durch und wieder 1 plus, 1 durch, 1 plus und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Also wir sind gekommen auf den Kettenbruch mit der 1 vorne und dann hinten Periode 1. Also immer die 1 hier an dieser Stelle. Entschuldigung, hier vorne steht 1 plus. Ja? Also hier die 1, da 1, da 1, da 1 und so weiter und so weiter. Okay, da war der Grund, dass eben die Fibonacci-Zahlen so konstruiert sind, dass beim Anwendung des euklidischen Algorithmus die kleinere Fibonacci-Zahl in die nächstgrößere immer nur genau einmal reinpasst. Ja? Haben wir vorletzte Woche festgestellt, beim Anwenden des euklidischen Algorithmus mit den Fibonacci-Zahlen, dass der immer ganz besonders lange dauert, wenn ich zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen nehme. Und das spiegelt sich letztlich hier in diesem Kettenbruch wieder mit den ganzen Einsen. Ne, wenn ich es jetzt unendlich lang mache, komme ich auf diesen Kettenbruch. Und die Frage war, was ist x oder wie groß ist x? Und da sind wir dann auf folgende Idee gekommen, weil das Ganze hier eine unendliche Geschichte ist, ja, taucht dieses x in sich selbst wieder auf. Ja, und zwar folgendermaßen. Ich kann diesen Teil hier nehmen na, da ist ja 1 plus und dann kommt hier der Bruch 1 durch 1 plus und so weiter, das ist ja gerade mein Gesamt-X. Ja, das taucht immer wieder in sich selbst auf. Und insofern kann ich jetzt diese Gleichung hier annehmen, dass ich einfach X hier unten hinsetze und mit viel Rumrechnerei sind wir auf folgende Lösung gekommen. X ist gleich 1/2 plus Wurzel 5/2 auf diesen Wert. Das war der goldene Schnitt. So. Jetzt ist in der letzten Woche noch so ein bisschen Unbehagen aufgekommen, ob das denn wirklich stimmt. Ja, also wenn ich jetzt hier das hier da einsetze, kommt dann wirklich x wieder raus. Ja, also wenn ich 1/2 plus Wurzel 5/2 hier einsetze, kommt denn dann x wieder raus. So. Das können wir gerade mal ausprobieren, oder? Also das machen wir gerade mal. Wir gehen mal von hier aus, setzen dieses x da ein und schauen, ob x da wieder rauskommt. Also 1 plus 1 durch x ist gleich 1 plus 1 durch 1/2 plus Wurzel 5/2. So, Sie müssen mir jetzt helfen, wie wir weiter umformen. Sieht natürlich unschön aus, ne? Was können wir machen? Ja, haben Sie das ein bisschen warm laufen, glaube ich, ne? Ja. Ah ja, was haben Sie gemacht? Sie 2 nach oben genommen, ne? Also hier auf einen Bruchstrich geschrieben letztlich, so. Kann man so machen. So, ne? Und jetzt kann ich die 2 nach oben nehmen. 2 durch 1 plus Wurzel 5. So. Okay.
Weiter. Oh Mensch, lass mich aber ganz schön hängen hier vorne, oder? Was kann man jetzt machen? Ja, also Sie erweitern das hier. So, ne? Genau, hier vorne mit 1 plus Wurzel 5 erweitert, dann steht hier 1 plus Wurzel 5 durch 1 plus Wurzel 5, kann man addieren und so weiter. Dann haben wir hier 3 plus Wurzel 5 durch 1 plus Wurzel 5. Dann, was machen wir jetzt? Jetzt kommt ein bisschen kniffliger Teil. Wurzel mag man nicht so gerne im Nenner haben. Ne? Was können wir jetzt machen? Ja? Erweitern mit 1 plus Wurzel 5. Was, okay, können wir mal machen. Also ich würde mit 1 plus Wurzel 5 erweitern, ja, dann haben wir hier 3 plus Wurzel 5 mal 1 plus Wurzel 5, ne? So, und unten haben wir 1 plus Wurzel 5. Ah, nee, doch nicht, wieso? Ja, genau, und dann? Haben wir trotzdem irgendwo noch eine Wurzel unten stehen, ne? Nämlich im Mittelteil. Wir haben zwar hier 1 Quadrat und hinten dann 5, mit Wurzel 5 zum Quadrat, aber in der Mitte steht 2 mal Wurzel 5. Haben wir immer noch eine Wurzel 5 unten. Ja? Ja, genau, die dritte binomische Formel. Ne? Wir erweitern mit 1 minus Wurzel 5. Genau. Machen wir hier vorne weiter. Ich glaube, eine Zeile brauchen wir noch. Ja? Wenn wir nämlich jetzt mit 1 minus Wurzel 5 erweitern, was steht dann unten im Nenner? Ihre Trägheit merkt man auf den YouTube-Videos. Ja, da gibt es Leute, die kommentieren, oh, sind die lahm, die Studenten. Echt? Schon gelesen? Ja. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite gab es auch schon Realschüler, die hingeschrieben haben, oh cool, das raff ich jetzt und so. Insofern könnten Sie wiederum sagen, wir sind extra so langsam, damit auch sozusagen diejenigen das mitverfolgen können, ja. Ja, 1 minus 5, ne? 1 Quadrat minus Wurzel 5 Quadrat, okay? Und oben steht, das müssen wir mal einfach ausrechnen, ne? Ich sehe es nicht so richtig, Sie müssen aufpassen, dass ich es richtig mache. 3 mal 1 ist 3, minus 3 Wurzel 5, plus Wurzel 5, minus 5, oder? Stimmt's? Das können wir hier zusammenrechnen. Unten steht, also im Nenner, unten. Im Nenner steht minus 4. Hier steht 3 minus 5 ist minus 2. Und hier minus 3 Wurzel 5 plus Wurzel 5 ist minus 2 Wurzel 5. Ne? Oder? So, jetzt kann man das Ganze wieder trennen. Dann steht hier minus 2 durch minus 4 ist 1/2. Und hier steht minus 2 Wurzel 5 durch minus 4 ist plus Wurzel 5 halbe. So, und das ist genau das, was wir rauskriegen wollten. Ne? Zur Erinnerung, wir haben 1/2 plus Wurzel 5 halbe hier eingesetzt und wollten schauen, ob dann tatsächlich auch dasselbe wieder hier rauskommt. Und das ist auch so. Ne? Das ist der goldene Schnitt. Wenn Sie dieses Verhältnis 1/2 plus, oder diese Zahl 1/2 plus Wurzel 5 halbe hier einsetzen, kommt sie hier wieder raus. Ne? Die Gleichheit ist erfüllt. Das ist der goldene Schnitt. Jubelschreie gehen durch die Reihen.
Laola-Wellen sehe ich im Saal. Na gut, Semesterende und so. Gibt es noch Fragen dazu? Oder alles unklar? Ja, da sind ganz einfache algebraische Grundkenntnisse gefordert, ne? Um sie mal ein bisschen zu deprimieren, ja. Nee, im Ernst, gibt es noch Fragen? Irgendwelche Umformungsfragen, irgendwas unklar geblieben? Hätten wir es eigentlich gar nicht machen brauchen. Wir haben uns jetzt selbst davon überzeugt, diese Zahl hier ist der goldene Schnitt, weil diese Gleichung erfüllt ist. Die ist also letztlich genau dieser Bruch da oben und auch das, dieses besondere Verhältnis an den Strecken, das wir uns letzte Woche angeschaut haben beim goldenen Schnitt. Okay. Wir befassen uns noch ein bisschen weiter mit Kettenbrüchen. Wir schauen uns mal folgenden Kettenbruch an. Und zwar haben wir jetzt ja sozusagen ganz sanft den Übergang gemacht von abbrechenden Kettenbrüchen hin zu unendlichen Kettenbrüchen. Ne? Also wir hatten vorher nur rationale Zahlen gehabt und bei rationalen Zahlen war es so, der Kettenbruch, der endet irgendwann. Ja? Da ist irgendwann Ende hier bei den Stellen hier hinter dem Semikolon, weil sie den euklidischen Algorithmus sukzessive durchführen und der euklidische Algorithmus endet ja irgendwann mal bei zwei natürlichen Zahlen. Das haben wir mal bewiesen, anno dazu mal. Ja? So, das heißt, wenn ich eine rationale Zahl habe, wenn ich einen Bruch habe, dann ist die Kettenbruchdarstellung endlich. Jetzt habe ich hier aber offensichtlich keine rationale Zahl. Ne? Das können Sie nicht als einen Bruch darstellen, weil Wurzel 5 ist irrational. Und irrationale Zahl durch rationale und so weiter, kann ich rational addieren, wie ich will, bleibt immer irrational. So. Also ich habe hier eine irrationale Zahl und die irrationale Zahl hier hat aber interessanterweise einen periodischen Kettenbruch. Der ist unendlich, aber schön systematisch. Ne? Ja. Ja, ja. Was ist mit der 2, die hinten am Ende auftaucht? Ne? Nein, wenn Sie 2, also das ist jetzt der Unterschied, ob Sie im Endlichen oder im Unendlichen sind. Ne? Wenn ich im Endlichen bin, ich nehme tatsächlich 2 aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen. Die durcheinander, steht hinten die 2. Also 1,1, Semikolon, 1,1,1,1,2. Fertig. So. Das heißt, wenn Sie 2 konkrete Fibonacci-Zahlen nehmen, die aufeinander folgen, haben Sie hinten immer die 2. Wenn Sie jetzt aber sich das ins Unendliche denken, ja? Wenn Sie sich das Verhältnis der 2 aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen ins Unendliche denken, die machen dieses Dividieren immer weiter. Wenn Sie wissen wollen, wohin sich das annähert, dann haben Sie doch hier nie ein Ende. Ne? Immer 1 plus 1 plus 1. Insofern ist es exakt diese Darstellung hier. Sie haben hier unendlich viele Einser. Ne? Unendlich viele. Es gibt gar kein Ende. Die 2 kommt am Ende, da haben Sie recht, aber es gibt da gar keins. Ja, das, mit der Unendlichkeit haben wir mit unserem endlichen Geist immer so ein bisschen Probleme. Hilberts Hotel kennen Sie aber, oder? Hilberts Hotel? Sie kennen Hilberts Hotel, oder? Nicht? Ah, das schieben wir nachher nochmal ein. Machen wir noch ein kleines Video zu Hilberts Hotel. Nee, aber jetzt, okay, machen wir erstmal Kettenbruchdarstellung. So.